Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zu der Babysommerserie. Dieses Jahr zieht das Redaktionsteam in Wilden Westen. Ich für meinen Teil lasse mich zum Cowboy ausbilden. Meine erste Station ist hier die 2B Range in Langnau. Heute lehre ich das Grundlegende für einen Cowboy, das Reiten. Wie das funktioniert, erklärt mir Alexandra Hess. Sie ist Mitinhaberin der 2B Range. Okay, dann nehmen wir ihn raus, weil der braucht noch ein bisschen Politur. Gut, machen wir das. Meinen ersten Reitversuch mache ich auf dem Stitch. Er ist ein speziell dafür ausgebildetes Schulross, das geduldig mit den Reitschülern umgeht. Bevor es mit dem Reiten losgeht, muss der Stitch zuerst gepflegt sein. Wir bürsten ihn, bürsten, nachher geht es ans Hufputzen. Dann tun wir hier unten am Hut haben. Okay. Er steht mit seinen Füßen eigentlich da ein bisschen an die Orte, wo vorher der Fuß war. Er ist beschlagen. Zuerst ist ein Hufeisen drauf. Das ist Schutz für den harten Boden zu laufen und für Lager und Ausreiten. Dann tust du zuerst am Ende des Hufeisen nach, am Hufeisen nachfahren und dann vom Ende des Hufeisen gegen die Spitze. Zuerst ist das so ein Dreieck. Wenn das fertig ist, tust du den Hufe am Bein, also das Bein haben. Du nimmst deinen Fuß weg und lässt das Bein abstehen. Nachdem mir Alexandra Hess vorgezeigt hat, wie das Hufputzen funktioniert, probiere ich es selber aus. Sie hat mir gesagt, es sei für das erste Mal eine Mutprobe. Viele Reitschüler haben Angst, weil man immer hört, dass Ross jemanden ausschleugen, wenn es ihnen nicht passt. Der Stitch lässt das Ganze aber geduldig über sich ergehen. Das Aufsatteln übernimmt Alexandra Hess selber. Das braucht nämlich ein bisschen Übung. Das Ross ist gesattelt. Jetzt mache ich mich auch noch parat in Cowboy-Montur. Alles parat? Ab zum Ross. Jetzt geht's los. Das erste Mal in meinem Leben steige ich auf ein Ross. Der Fuß ist Steigbügel, dann aufstützen und vorsichtig abhocken. Die Alexandra Hess zeigt mir, wie man die Zügel in der Hand hat. Vorher schauen. Genau. So, jetzt sehen wir uns schon links und der Bälle. Dann kannst du das rechte Bein hochhängen und du schaust schon links. Genau. Und wenn ihr jetzt auf die Arme nicht reagiert, das macht ihr super, könntest du dann am linken Zügel nachziehen. Jetzt gibt es noch einen nächsten Gang an. Das nennt sich Grat. Da, jetzt. Das ist der Geländegang. Hä? Schüttelt ein bisschen mehr? Kriminell, ja. Aber jetzt hat es ganz gut ausgesehen. Jetzt hast du den Takt viel feiner gehabt. Hast du das gemerkt? Ja, genau. Und so kann man natürlich jetzt bei uns auf den harten Wegen, die wir haben, relativ grosse Strecken gehen, ohne dass das Ross viel Kraft braucht. Und am Trab ist das für das Ross extrem. Das Stitch und ich gönnen das noch Vertrauen ineinander. Zum Schluss der Reitstunde hat es aber ganz gut geklappt, dass er dort durchgelaufen ist, wo ich wählen kann. Man merkt aber schon, dass er ein geschultes Schulrass ist. Mache ich einmal einen Fehler, verzeiht er mir das sofort. Die erste Station der Cowboy-Ausbildung ist abgeschlossen. Das Reiten ist erlernt. Auch wenn es jetzt bis zum Profi noch ganz viele weitere Reitstunden braucht, habe ich auf der 2B Range einen guten Einblick in die Sportart bekommen. In der nächsten Sommerserie-Ausgabe vom Bötto geht es dann als Line-Dancer. Ich hoffe, Sie auch den wieder sehen.